Jo Leute, willkommen zurück zu Borderlands und wir sind jetzt auf dem Weg nach Concordia. Ja, genau, würde ich sagen, erstmal wieder ins Auto. Warte, stopp, nein, nicht fahren. Ja, chill, ich muss ja erstmal drehen. Moment, ich bin drin. So, wir fahren jetzt nach Concordia. Wir enden in 3 Zügen. Und los geht's. Dann ist das eine neue Map, kann das sein? Genau. Ja, wo sind wir nicht vom Mond runter? Nein. Ach, schade. Egal, mal gucken, was da geht. Das Game spielt doch komplett auf dem Mond. Ach, komplett? Ja. Das ist natürlich ganz geil. Ja, also nicht komplett, du bist zwischendurch auf der Raumstation noch, aber... Du bist nie unten auf Pandora. Das ist eigentlich ganz geil, weil dann können wir mal so rumhüpfen und mit der Schwerkraft. So, was müssen wir hier machen? Erstmal ein bisschen rumlaufen. Wird dieses Haarding nicht in Teil 2 zerstört? Nee. Was will er hier? Bumm. Custom Tap. Ja. Das ist der Bulle hier von der ganzen. Ja, das ist Concordia, der mächtigste Weltraumhafen auf Elpis. Schade, dass du es wegen deiner vielen Verwarnungen nur von einer Zelle aus sehen wirst. Gib ihm das Orbitron. Das wird echt schräg. Nur, dass du es weißt. Oh, super. Ja, betrachte dich als klar. Zur Dekontamination. Ich hab dir ja gesagt, du kommst da rein. Jetzt sieh zu, wo du bleibst. Dann müssen wir erstmal kontaminiert werden. Dekontaminiert, meine ich. Hä, wieso können wir jetzt wieder rein? Ja, weil wir dem Typ so ein komisches Ding gegeben haben. So. Oh, oh, oh. Schwester Nina, sie fickt zusammen gut. Stell dich auf Dekontaminationspad. Nicht bewegen, wenn Strahl kommt. Das musst du machen. Wo ist das? Hier. Ach, alle. Hi. Du bewegst. Na? Will die uns töten? Nein, eigentlich ist das so der Gag. Du darfst dich doch nicht bewegen. Und wenn du die... Aber das geht so lange, bis du dich bewegst. Du kommst zu mir. Du kannst da 10 Stunden drin stehen und du kannst da erst raus, wenn du dich bewegt hast. So. Okay. Die Schwester Nina Lee. Du verletzt. Hier, nehmen. Gut, du besser. Wenn wieder verletzt, du kaufst Arznei an Automat. Du gesund. Geh. Als ob sich die Tür nicht öffnet. Oh, hier. Oh, hier lang. Der Kerl, den du finden musst, nennt sich selbst Dürriff. Wie in Bürgermeister und Sheriff. Oh, völlig bescheuert. Aber er könnte wissen, wie wir das Signal finden. Der Typ bezieht immer noch eine fette Betriebsrente von Hyperion. Von meiner Abteilung. Ich bin praktisch sein hier, Boss. Hier, er ist sozusagen hier. Schon im Team. Besucher von der Helios. Also, folgendes. Keine Besucher heute. Hier läuft definitiv was falsch. Und zwar ein Rekordtempo. Du warst einer von uns? Du bescheuert betitelter Bastard. Danke, dass Sie das Büro des Bürgers besucht haben. Wir hoffen, die bürokratischen Interaktionen waren zu Ihrer Zufriedenheit. Ich schätze, jetzt kann uns nur noch einer helfen. Bürgers. Auch ein guter Name, ne? Ich verstehe gerade das Spiel nicht. Er ist Bürgermeister und Sheriff, deswegen Bürgers. Ach so. Verdammt, wo ist Max? Oh, warte. Siehst du die zwei da auf der Tanzfläche? Die tätowierte.
Ach, ist das hier Moxys Bar? Ja. Das sind Ex-Kammerjäger. Sieh zu, ob sie dir helfen. Endlich winkt uns das Scheißglück auch mal zu. Hey Leute, Hyperion verliert ihr Helios-Sandal. Könnt ihr mir helfen, das Signal abzuschalten, das die Systeme dort stört? Hyperion, Dahl, ist da nur Lilith und Roland. Gemeinsam. Mm. Yeah, nice. Ja, sorry, kennt man doch. Guck mal, kennst du die beiden? So viele Tentakel. Los, sprich mit Moxie, die DJs? Kennst du Draft Punk? Ja. Das ist so das Borderlands Pandor zu Draft Punk. Nice. Ja. Voll viele Easter Eggs in dem Game. Ja. Kann man hier auch Glück spielen? Ja, da. Ein Claptrap. Dieser Tag wird immer besser. So, Jack schickt dich was? Muss ihn ja schwer gewurmt haben. Aber keine Sorge, vorbei ist vorbei. Was braucht er von mir? Dahl-Soldaten, blockiert die Verteidigung der Jo, da hat man eine Blume bekommen. Jack meint, du kannst uns helfen, es zu finden und abzuschalten. Du willst dein Signal finden? Dazu musst du Transmitter auf den Echo-Türmen in der Stadt platzieren. Simple Triangulation. Die finden die Quelle, dann kannst du das Signal abschalten. Oh, oh. Das Problem ist, ich habe keine Transmitter hier. Macht aber nichts. Du musst zuerst ein paar Mondsteine abholen, die der Zöllner Claptrap fälschlich beschreibt. Alter, fast dreimal das Pandora-Zeichen. Ich aktualisiere dein Echo. Vertrau mir, du wirst es bald verstehen. Ich habe echt kein Glück. Ja, ich habe mit den Trainer. Okay, warte mal. Da meine André. An beiden. Wow, zweimal nix. Hier, komm mal her. Warte. Ich stehe neben dir. Die kannst du haben. Und die. Ne, das brauche ich wieder. So, hier. Die Sniper brauche ich wieder. So. Toll, verkaufe ich jetzt. Dankeschön. Kriegen wir nicht da beide Geld von? Nein, vom Verkaufen nicht. Okay. Moxie sagt, du sollst ihre Mondsteine abholen. Ich glaube, ich habe sie in der Bank hinterlegt. Du kannst sie dir dort holen. Ich bin kein großer Fan der Bank, aber sie ist nützlich. Man kann dort Sachen bunkern, die man nicht mit sich rumschleppen will. Ach ja, richtig. Ich habe sie ins Versteck gebracht, nicht auf die Bank. Na, du kriegst die Waffe. Ihr Besitzer braucht sie nicht mehr. Das Versteck, was? Dort kannst du Objekte einlagern, die du mit anderen tauschen willst. Keine Ahnung, wieso er die Mondsteine dort abgelegt hat. Ja, es ist wieder so eine kleine Führung, was sie hier wo machen kann. Wie ist das? Was bringt uns das Versteck? Weil ich meine, die Waffen... Da kannst du Waffen unter Charakteren hertauschen. Also wenn du jetzt deinen Claptrap hier hast und du hast da eine coole Waffe oder einen legendären Mod, den du aber für einen anderen brauchst, zum Beispiel für einen Gladiator. Hm. Dann kannst du übers Versteck das Item von deinem Claptrap zum Gladiator übertragen. Na gut, aber so an sich bringt's gar nichts. Ne? Ja, und bringt's jetzt nichts. So. Du hast die Uhr im Blick? Ja klar. Gut. Da, hier ist der Schwarzmarkt. Die gebe ich dir gratis dazu, wenn du mir was von dem anderen Müll hier abnimmst. Kannst du Munitions-Upgrades kaufen und so ein Spaß. Bei dem kann man immer gute Sachen kaufen. Genau. Ja, Crazy Earl kommt herum. Es ist nützlich, ihn zu kennen. Die Mondsteine, dann Safe, was ist nochmal das Safe? Da kann ich auch so Waffen anblicken, ne? Ich liebe dich. Ja, genau, aber das brauchst du erstmal nicht. Ich gebe die Koordinaten der Türme auf dein Echo und leite die Aktion von hier. Ist halt erst für später relevant, wenn du coole Waffen hast. Du musst auf das Dach von Springs Emporium O'Stuff kommen. Sie ist nicht in der Stadt, kann dir also nicht helfen. Und nur damit das klar ist, sagt Jack, wenn das vorbei ist, sind wir quitt. So. Ich kaufe erstmal hier ein paar Sachen. Ja, aber du musst gleich vorlaufen, weil wie gesagt, ich könnte ja schon. Mal gucken, wie lange du brauchst. So, was jetzt? Wir müssen jetzt auf das Dach kommen. Ist das nicht hier so wie dieses Iridium? Ja, genau, das Mondgestein ist quasi das Iridium.
Okay. So, wo müssen wir denn aufs Dach? Ja. So, warte mal, hier kann ich was. Du machst das einmal. Okay, hör zu. Ich schick dir einen Wegpunkt. Er zeigt, wie ich versuchen würde, da hochzukommen. Einfach weil ich so nett bin. Gibt es sich auch irgendwie so ein Minecraft-Skin oder so? Was muss ich jetzt machen? Irgendwo hochklettern? Das war bei Borderlands 2. Ja. Ich weiß nicht, ob die auch wieder eingibt. Ach, hier ist doch diese Kiste, wo so legendäre Waffen rauskommen. Ja, genau. Gut, wo muss ich jetzt hin? Weil da ist noch was verkaufen. Belaste dich dein vieles Geld! Wird Zeit, dass wir uns näher kommen! Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Waffen, Waffen, Waffen. Wo kannst du mir sagen, wo ich hoch muss? Ja, komm. Jetzt hier rüber. Ich habe eine Verbindung. Hier was anbringen. Aber sie ist nicht sehr stabil. Könntest du dem Ding einen Klaps verpassen? Doch, komm. Gib mir eine Sekunde, damit ich hier alles herrichten kann. Ich verstehe nicht ganz. Sie hat sie abgeholt? Nicht persönlich. Sie hat wen geschickt. Ich sag's dir nur, weil du es wissen wolltest, wenn jemand sie abholt. Und hat sie was über mich gesagt? Na, siehst du, was ich meine? Das Signal. Es kommt nicht aus Concordia. Ich schick dir die Koordinaten für den nächsten Turm auf dein Echo. Dann auf. Nächste Turm. Oh, ich bin grad voll müde. Das ist echt schlimm. Mensch, was ist denn da los? Frag nicht, keine Ahnung. Da haben wir es erst 12 Uhr. Also mittags. Zeit für Mittagsschläfchen. Zeit für eine Pizza. Oh, so, wie komme ich da rein? Oh Gott, wie komme ich da rein? Hier ist ein Ding ans Feuer. Jetzt musst du dem Kabel folgen und gucken, wo du das ausmachen könntest. Wo ist denn das Kabel? Und hör, ach so, da. Ja. Zu meiner Zeit damals. Voll geil, dass man erst noch ein bisschen schwerer ist, so, weißt du. Ja. Weil das andere Bordellens war jetzt nicht so anspruchsvoll. Bringen wir bitte den Transmitter an. Perfekt, jetzt funktioniert's. Und jetzt kalibrieren wir das Ding. Ich muss hier an ein paar Schaltern fummeln. Nein, Mama, du weißt, warum ich nicht komme zurück. Hier sicher. Firma weiß nicht, ich bin hier. Name ist gleich, weil die Glaube nicht ändere. Aber Mama, Mama, nicht weinen. Nina muss los. Dieser Transmitter funktioniert nicht. Also nochmal von vorn. Das war's. Über dem Büro des Bürofs ist ein Turm. Versucht da hochzukommen. Achtung! Das unerlaubte Betreten von Staatseigentum wird mit sofortigem Tod geahndet. Oh Gott, wird angeschossen. Ach ja, ich hätte die Geschütze erwähnen sollen. Du musst sie zerstören. Kommst du hier noch hoch, oder? Ich bin hier. Als hätten ein, zwei Kugeln die Relaiskupplung beschädigt. Sieh mal bei den Geschützen nach, ob du Ersatz dafür findest. Das klingt ja aufregend. Das ist sie. Jawoll. Jetzt muss ich nur noch... Ja, muss ich nicht mehr hochkommen. Jetzt ist eh vorbei. Okay. Der Büro. Das Bild passt aber nicht zu seiner Stimme. Der müsste so eine tiefere Stimme haben. Hier in dem Mülleimer ist nichts drin. Ach, hier. Ich sag all meinen Gästen ganz klar, dass Serena nicht dazu da ist, um... Ich kümmere mich später um den Bürif.
Okay, alles bereit, wie es scheint. Geh zu der Steuereinheit, die ich auf deinem Echo markiert habe. Aktiviere sie. Jetzt bin ich wieder runtergesprungen. Bleib nach oben. Bleib oben. Und das Signal orten. Darüber jetzt. Ja. Ich muss mal grad gucken, wie ich da hinkomme. Aber, ja, ich bin da. Alles gut. Okay, ich bleib hier oben mal. Ich gucke mal von hier oben dem Geschehen zu. Das Signal scheint aus Crisis Sky zu kommen. Das ist eine alte Dahl-Funkstation. Dort gibt's seit Jahren nichts als Gavs. Tja, scheint wieder zu laufen. Schalt es ab. Und Status-Update. Ich werde nach wie vor beschossen. Wäre also cool, wenn du schnell machen würdest. Ja, wie weit sind wir? Wir können noch weitermachen. Gut. Dann müssen wir jetzt nach Crisis Scar. Gut, da bin ich sogar schon fast. Achtung, Bürger von ist das hier noch? Wenn bis auf weiteres wird die Stadt zu ihrer eigenen Sicherheit abgeriegelt. Keiner kommt rein. Die Waffen sind nicht so geil, die er hier verkauft. Das wäre alles. Na, sonst okay. Eigentlich nie. Verdammt, wie ist denn der Typ drauf? Das ist total frustrierend. Geh wieder zu Moxie. Die hat immer geheime Ausgänge. Klassiker. Heißt du, Moxie suchst man, die ist nicht hier. Man wird hier kaum bedient, wenn sie in ihrer geheimen Werkstatt ist und an Hightech-Zeugs rumschraubt. Wenn ich noch wütender wäre, würde ich jetzt verraten, dass man reinkommt. Was bringt denn das hier? Trinkgefällig? Das sind so Verstärkungen. So. Steht ja immer bei, was der, ja. Der eine bringt. Sind die immer oder? Auch weniger. Nee, die haben nur eine bestimmte Zeit, steht auch bei. Dauert 30 Minuten. Bräuchte ich nicht trinken. Nein, jetzt eh nicht. Später, wenn man irgendwie einen Boss oder sowas machen müsste, könnte man das machen. Sieht. Was willst du denn? Ich muss aus der Stadt raus, aber der Bügel hat Concordia abgeriegelt. Weißt du Rat? Ich weiß, wie es rausgeht, aber diese Rausgeld? Was hast du denn für eine Maske auf? Ja, voll cool, ne? Was ist das? Wie kriegst du die? Die kriegst du später auch noch. Die kriegt man durch irgendeine Mission. Ich weiß nicht mehr welche, aber die kriegen wir. Wir haben unseren ersten Klassenmod. So. Was bringt das jetzt? Kannst du gucken, wenn du draufstehst. Wenn du drauf hoverst. Wenn ich was? Wenn du auf Tab drückst und dann hast du da zwischen dem Schild. Achso, hier. Badass-Rang verwendbar. Und das kannst du unter anderem auch mal machen. Der Tod kommt von oben. Was bringt mir das? Achso, das. Nee. Hä? Warte mal. Das eine sind die Herausforderungen. Du hast wahrscheinlich jetzt nach rechts geklickt. Ja. Genau, das ist die Herausforderung, die du machen musst. Für jede Herausforderung kriegst du einen Badass-Rang. Hm. Ach so, ja. Ein Badass-Token. Klassenmod. Ja, gut. Da hab ich doch nichts. Da hab ich dieses. Ach, dieses eine. Naja, da kriegen wir noch ein besseres. So, auf geht's. Ich hab voll die Zeit nicht im Auge, ne? Ja, alles safe. Das ist voll komisch, weil ich die ganze Zeit auf die Uhr gucken konnte. Ich würde sagen, wir looten nochmal hier kurz und dann machen wir auch einen kleinen Cut. Wie viele Minuten haben wir noch? Ich mache mal so Parts, wie es passt. Ja, aber dann sollten wir, wenn jetzt aufhören, weil guckt mal die Map an, wo wir sind und wo wir hin müssen. Ja, dann würde ich auch sagen, das war's mit der Folge für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. Boah, Alter, da ist gerade ein Laserstrahl ein. Brutal. Ja.